besonders wo ich angefangen habe mit 17, 16, wurde ich ja nicht ernst genommen, besonders von Bankern oder von Steuerberatern oder wo ich ein Auto finanzieren leasen wollte mit 18, da hat mich auch keiner ernst genommen. Heute ist das schon ganz, ganz anders. Ich habe mir mit 18 zwei meine Traumfahrzeuge ermöglicht, ein Lamborghini Urus und ein Lamborghini Huracan. Ich habe sehr hart dafür gearbeitet und deswegen darf ich auch so ein Auto genießen. Für andere Leute ist es eigentlich normal, dass man irgendwie nur ein Auto hat und er hat jetzt so irgendwie fünf oder so. Neid habe ich schon sehr oft erlebt. Ja, sie ist mit ihm halt nur wegen Geld zusammen und sowas sind halt so Aussagen, die ich sehr oft gehört habe. Irgendwann entwickelt man einfach so eine Blockade dazu. Also wenn mir das jemand sagt, dann gehen einfach meine Ohren zu. Das ist der wertvollste Schuh, den wir im Laden haben. Der hat einen ausgeschriebenen Preis von 30.000, gibt es nur zweimal auf der Welt. Mein Name ist Stefan Timoschin. Mit 14 habe ich angefangen, Schuhe zu verkaufen aus meinem Kinderzimmer. Irgendwann mal kam ich von der Schule zurück und auf einmal ein Schreiben vom Finanzamt und von der Berliner Polizei, dass ich angezeigt werde wegen Steuerhinterziehung. Heute haben wir ein relativ großes Business, eine der meistbesuchten Online-Plattformen, was Schuhe angeht. Und haben letztes Jahr um die 25 Millionen netto gemacht. Anfang Juni steht ein sehr besonderes Ereignis für mich, meine Hochzeit. Wir haben insgesamt 3 Tage geplant. Es wird sehr viele Besonderheiten geben. Zum Beispiel werden wir so Wassertänzerinnen haben, Feuerspucker, eine sehr große Torte. Das ist schon ein Märchen, ja. Das ist der besonderste Schuh in meiner Sammlung, weil ich durch ihn die Sneaker-Kultur und Sneaker-Reselling für mich entdeckt habe und für mich die Sucht nach quasi nach dem monetären Erfolg entdeckt habe. Und manchmal, tatsächlich, wenn ich traurig bin oder was auch immer, denke ich über die Zeit zurück und erinnere mich daran, wie ich damals angefangen habe und dass ich das niemals mir vorstellen könnte, ansatzweise so einen Erfolg zu genießen. Alles ist real, das was ich lebe, ist das was ich schreibe. Meine Eltern waren sehr skeptisch ihm gegenüber anfangs, sehr, weil vor allem, naja, wenn man halt so jemanden kennenlernt, der halt jung ist und dann immer reicher wird, sage ich mal, und immer mehr erreicht, dann denkt man halt, oh, das ist ja irgendwie ein bisschen komisch. Und dann hat man halt direkt diese Vorurteile, so, oh, was macht der denn da Komisches und so. Mein teuerster Schuhverkauf waren, glaube ich, 45.000 Euro. Die gingen in die Emiraten. Ich hätte auch niemals gedacht, dass jemand den Preis zahlt, aber wurde verkauft. Ich fliege öfters mit einem Privatjet. 2022 hatte ich irgendwie 150, 160 Flüge mal wieder. Aber ich spare mir dadurch auch viel Zeit, ne? Von Freitag bis Sonntag fliegen wir nach Nizza und gucken uns unter anderem den Beachclub noch mal an. Für Freitag für das Get Together. Mein Name ist Sarah Schmidt. Ich bin Hochzeits- und Eventplanerin im Luxussegment. Und Kunden von mir waren zum Beispiel Jerome Boateng, Max Kruse, Bushido oder Pascal Köpke. Dann hattest du das hier eigentlich als Vorgabe gegeben von der Breite und der Höhe. Yeah. Das hast du ja eigentlich ganz schön gefunden. Jetzt hatte Stepan ja gesagt, er möchte so eine richtige Wow-Torte haben. Mhm. Und deswegen hatte er mir das ja nochmal geschickt. Also von dem Design bleiben wir natürlich bei dir. Bloß, dass halt der von der Patisserie natürlich auch weiß, dass es ein bisschen größer und breiter werden soll. Geboren wurde ich am 10.03.2001 in Riga, Lettland. Und irgendwann mal hat mein Vater ein sehr, sehr lukratives Angebot bekommen, in Deutschland zu arbeiten, bei einer großen Hotelkette. Und dann sind wir 2008 sind wir dann nach Deutschland, Berlin ausgewandert. Das war sehr, sehr schwer für mich, weil das war innerhalb von einem Monat sind wir halt ausgewandert. Zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, okay, jeder spricht in der Welt Russisch. Ich wusste gar nicht, dass es Deutsch, Spanisch gibt oder was auch immer.
Und dann wurde ich halt in eine russisch-deutsche Schule gesteckt von meinen Eltern. Das hat nicht so gut funktioniert, weil ich überall nur Russisch gesprochen habe. Meine Mutter erzählt mir auch mäßig immer, wie ich heulend von der Schule kam, weil ich das so gehasst habe, in die Schule zu gehen im ersten Jahr. Das war so. Also ein sehr schwerer Start. Ich war auch gut in der Schule bis zu der 7. Klasse. Da hatte ich auch immer einen Einschnitt und dann in der 7. Klasse ist halt komplett den Bach runtergegangen. Da hatte ich auf einmal einen 4er, 5er Schnitt, habe gar nicht aufgepasst und dachte, ich bin Klassensclown und bin lustig. Für unsere Eltern, das war sehr ärgerlich. Dass er macht so Hausaufgaben nicht und dass die Noten sind unten und unten und unter. Die Lehrer meinen, ey, wenn ihr Sohn sich nicht anstrengt, bleibt er sitzen. Mein Vater hat mich auch nicht angeschrien oder was auch immer. Und dann haben die halt gesagt, okay, eventuell liegt es am Zocken. Ich habe schon viel gezockt und auch Call of Duty frühzeitig angefangen zu spielen, auch FIFA, alles drum und dran. Und dann hat mein Vater, anstatt mit mir irgendwie zu reden oder was auch immer, hat ein Fenster aufgemacht und ich glaube aus dem 6. oder 7. Stock einfach meine PlayStation 3 aus dem Fenster gepfeffert. Und meinte so, wenn du nach Hause kommst, musst du Hausaufgaben machen. Und die zweite Konsequenz war, das Taschengeld wurde gestrichen. Ich habe dann angefangen mit bei meiner Mutter im Hotel, wo sie die Frühstücksleiterin war, durfte ich da arbeiten und Aushilfe leisten. Der Job im Hotel sah so aus, ich musste um 5.30 Uhr da sein, weil ab 6 Uhr dürfen die Hotelgäste rein. Er ist keiner Morgenmensch. Wenn ich muss sagen, Steffen, du aufstehst jeden Tag 5 Uhr. Dann musste ich halt von 6 bis 11 Uhr abkreuzen, kontrollieren, dass nur Hotelgäste reinkommen, die wirklich bezahlt haben. Und nach 11 Uhr, wenn die letzten Gäste gegangen sind, musste ich mithelfen, den Bodenstaub saugen und die Tische zu wischen. Ich musste die ganze Zeit nur stehen in so einen Lederschuh. Das war auch sehr, sehr unbequem. Also auf die Sneaker bin ich durch YouTube gestoßen, durch Kais Oma. Und Tite war, kann ich mich bis heute noch erinnern, ich habe mit einem Schuh $500 verdient. Und für mich war es halt so, boah, krass. Ich habe damals 446 Euro irgendwas ausbezahlt bekommen jeden Monat. Und dafür musste ich halt wirklich hart arbeiten. Und da war ich so, boah, der hat mit einem Schuh $500 verdient. Und da war ich so, boah, wenn er das kann, kann ich das auch. Und dann habe ich mir seinen YouTube-Kanal durchrecherchiert, habe gefühlt jedes Video angeschaut, habe verstanden, okay, in Amerika zumindest gibt es diesen Schuh-Hype, dass die ausverkauft gehen innerhalb von wenigen Minuten und die dann weiterverkaufen, weil die Nachfrage auf dem Zweitmarkt da ist. Das habe ich realisiert und dann angefangen zu recherchieren, ob es auch in Deutschland bzw. Europa sowas gibt. DJ Jeezy. Oh God. Also beim Sneaker-Reselling geht es im Prinzip darum, du gehst nicht mehr in den Laden, um einen Schuh für dich zu kaufen, sondern du gehst in den Laden, um einen Schuh zu kaufen, der möglichst hohen Wert auf dem Zweitmarkt hat. Sprich, du kaufst einfach nur, um schnell wieder zu verkaufen und möglichst viel Profit an den Leuten zu machen, die wirklich Interesse an dem Schuh haben. Kritiker und Hater hat man ja immer, egal was man macht. Man wird ja nicht jeden zufriedenstellen können, das ist vollkommen normal. Ich respektiere das, ne? Die müssen mich nicht mögen, nicht jeder muss mich mögen. Aber wenn ich 97% der Menschen von 100 so glücklich mache, bin ich vollkommen fein damit. Oder we made it, yeah. Ich hör den Neid, wenn ein Bastard hatet. Die Jungs gehen rein, wenn ein Bastard redet. Cody Pines, dieser Tilo Schwäbisch. Oder we made it. Mit 14 habe ich den ersten Schuh gekauft und weiterverkauft. Wo ich meinen ersten Schuh gekauft habe, habe ich mich schon schwer damit getan, den zu verkaufen, weil ich fand den wirklich optisch cool, wollte den auch tragen. Aber es war so mental mit 14, okay, wir haben die Variante A, ich behalte den Schuh und habe dafür gearbeitet und werde den tragen und bin mäßig cool. Oder Variante B, wir erzielen Gewinn damit. Und es war schon so eine kranke Entscheidung in meinem Kopf. Ich habe dann um die 70 Euro Profit gemacht. Mit dem Air Jordan 5 Shanghai hat meine Reise in die Sneakerwelt begonnen.
Wo ich angefangen habe, gab es voll oft solche Verkaufsbusse. Da haben Leute und andere Reseller halt angekauft und da habe ich schon meinen ersten Schuh verkauft. Keiner hätte gedacht, dass ich jetzt damit so interessiert werde und fasziniert werde und mich damit so auseinandersetze, weil ich habe da auch angefangen, auf einmal Bücher zu lesen. Habe auch damals meine Eltern gefragt, mir Bücher zu kaufen und die dachten so, was ist denn jetzt los? Weil die Schulbücher habe ich gefühlt am ersten Tag extra verloren, weil ich keine Lust auf die hatte. Und auf einmal habe ich meine Eltern gefragt, mir Bücher zu kaufen. Das hat mich auf einmal alles interessiert. Ich habe gedacht, die PlayStation ist weg und deswegen Sneaker kommt. Aber naja, ich habe einfach verstanden, das ist ein neues Hobby. Es gibt auch den Backdoor-Begriff, das heißt ja, dass durch die Hintertür die Paare rausgehen. So habe ich auch oft Paare angekauft, dass ich die Paare bereits ein, zwei Wochen vor dem offiziellen Launch in der Hand hatte. Da geht es darum, dass dann manche Läden eben mit einzelnen Resellern Mengendeals machen über 10, 20, 30, 40 Paare. Es funktioniert meistens so, der Store hat beispielsweise 100 Paare. Der Store-Manager sagt, okay, wir stellen 40 Paare in den Verkauf und 60 Paare gehen durch die Hintertür quasi raus. Und wie machen die das? Indem die halt Deals mit den Resellern schließen. In diesem Fall kostet der Schuh im Laden 220 Euro. Wir haben plus minus 290 bis 300 Euro bezahlt, verkaufen den für 520. Die Menschen sind bereit, auch unseren Preis zu zahlen, weil die wissen, bei uns kriegt man die Ware und die wird halt original sein. Und auf der anderen Seite, für 220 kannst du den gar nicht mehr kaufen. Der ist ja ausverkauft im Laden, der wird nicht nachproduziert. Ob das legal ist, kann ich am Ende des Tages nicht sagen. Ich weiß, dass es auf jeden Fall eine Grauzone ist für die Läden, aber ich habe ja nichts verkehrt gemacht. Backdoor-Deals sind an sich nicht illegal, aber viele Läden riskieren halt eben für ein bisschen mehr Kohle ihren Lizenzvertrag zu verlieren. Reseller treiben auf jeden Fall die Preise hoch, weil, wie gesagt, sie wollen ja möglichst viel Profit an dem einzelnen Paar Schuhe machen und für viele Leute wird es dann auch einfach nicht mehr bezahlbar. Es gibt in der Schuhwelt ja wirklich Schuhliebhaber, Schuhsammler, die mögen uns Reseller nicht, kann ich auch am Ende des Tages verstehen. Aber auf der anderen Seite sage ich, ey, am Ende des Tages, das bringt mir mein Brot nach Hause, passt. Herzlich willkommen alle. Es freut mich auf jeden Fall, dass jeder sich die Zeit nimmt und bei unserer wunderschönen Hochzeit dabei ist. Ne? Heute ist die Welcome Party. Ich kann euch verraten, die Eve hat schon seit 3 Tagen gefühlt nicht geschlafen, nichts gegessen, weil sie sich Sorgen gemacht hat, dass ihr Kleid nicht schön oder was auch immer, so ein völliger Quatsch. Deswegen Round of Applause für Eves wunderschönes Kleid und dass sie die Lady of the Night ist. Auch gerne einfach in Berlin oder in Zürich geheiratet. Das wäre für mich auch kein Problem gewesen, aber wenn er Nizza vorschlägt, werde ich natürlich nicht Nein sagen. Also ich bin in ganz normalen Verhältnissen groß geworden und kannte so viel von allem eigentlich gar nicht. Und wenn man dann in diese Welt reinkommt, ist es natürlich schon so, dass man sich denkt, so okay, krass, so. Das war ja ein exponentieller Wachstum. Ne? Wir haben 2 Schuhe gekauft, dann 3 Schuhe, 4, 5, 6, 7, 8. Und irgendwann mal war es halt soweit, okay, 20, 30 Paar Schuhe. Und irgendwann mal kamen die Yeezys. Yeezys sind Schuhe, die von Adidas in Kollaboration mit dem Rapper Kanye West zusammen entstanden sind. Darum gab es eine komplette Kollektion und auch diverse Modelle. Und da
da hat sich auch die komplette Sneaker-Kultur in Deutschland verändert. Auf einmal stand bei einem Release von einem Schuh auch hunderte, tausende Leute vom Laden. Und da ging es halt steil nach oben. Da ist es komplett durch die Decke explodiert. That's how long I've been on ya. Das Geld hat mich auf jeden Fall geflasht und ich habe auch angefangen, das auszugeben. Ich bin damals zu Gucci gegangen, der in Berlin, der Dino betreut mich immer noch, der kann selber aus den ersten Worten sagen, oder der Serkan, die da arbeiten. Ich habe da komplett übertrieben, ich habe mir jeden Hoodie geholt, ich habe mir jedes T-Shirt geholt. Bei Louis Vuitton in Berlin, bei der Irina bin ich bis heute noch ein Kunde. So. Als wir uns erst kennengelernt haben, habe ich halt schon oft miterlebt, dass er dann so was hatte wie so ein Shopping-Wahn oder so. Also, boah, ich gehe jetzt zu Gucci und ich kaufe jetzt 500 T-Shirts und dann kaufe ich das, obwohl es mir gar nicht richtig gefällt. Hauptsache, ich kaufe das jetzt und so. Da habe ich halt alles gekauft, was stimmt, weil ich dachte, ich bin cool. Und ich dachte, okay, damit kann ich die Menschen beeindrucken. Meine Mitschüler waren alle eifersüchtig und viele haben es versucht und dann sind halt daran gescheitert. Irgendwann mal, das war so Frühling, glaube ich, kommt meine Mutter zu mir und sagt, ja, Stefan, die Berliner Sparkasse hat angerufen, wir müssen mit deinem Papa hin zum Termin. Und keiner hat dabei irgendwas gedacht, weil die dachten, okay, ich war 16, dann laufen wir so in die Sparkasse rein. Meine Mutter sagt zu der Frau so, ja, wir haben einen Termin, bla bla bla, beim Herr. Und dann laufen wir so links in sein Büro rein, holt er so diese roten Mappen von Sparkasse und sagt so, ja, Frau Timoschin und Herr Timoschin und Junior Timoschin, weil ich noch ganz genau hat er mich genannt, wir haben ein Problem. Und ich war so, ja, mein Vater war so, meine Mutter, warum, was ist passiert? Dann sagst du, ja, wir müssen leider aufgrund von einer Einzahlung, die ich gemacht habe auf mein Konto, das beim Finanzamt melden. Ich habe 12.000 Euro auf einmal eingezahlt, woher dann der Sparkassenanruf resultiert hat, weil auf einmal mein Name in irgendein Sicherheitssystem aufgeploppt ist und auf einmal sitze ich da in der Mitte von meinen beiden Eltern und muss den Sparkassenmitarbeiter erklären, was ich da mache. Und dann war der Termin vorbei und auf einmal ein Schreiben vom Finanzamt und von der Berliner Polizei, dass ich angezeigt werde wegen Steuerhinterziehung. Ich wusste gar nicht zu dem Zeitpunkt, dass ich, wie gesagt, Steuern auf meinen Gewinn zahlen muss. Ich wusste auch gar nicht, wie der bemessen wird. Und auf der anderen Seite, wo mir es auch ganz, ganz schwindelig und schlecht wurde, wo mich mein Steuerberater nach den Einkaufsbelegen gefragt hat. Und ich war so, Bro, was ist das? Als er mir das erste Mal die Geschichte mit der Steuerhinterziehung erzählt hat, ja, also ich war schon geschockt und ich war auch geschockt, dass man da eigentlich so leicht reinrutschen kann, aber ich kann mir das schon denken. Also ganz ehrlich, wenn ich das so früh gemacht hätte, hätte ich das auch nicht gewusst. Nach 1,5 Jahren haben die einen Betrag festgestellt von 112.000 Euro. Das war mein Gewinn, was ich erwirtschaftet habe. Und das musste ich dann zahlen. Plus halt eine Strafe, Säumnis, Zuschläge, alles drum und dran, 180.000 Euro musste ich zahlen. Irgendwann mal war ich so, okay, ich habe keine Zeit zum Heulen oder mich zu beschweren. Ich muss wirtschaften. Ich brauche ein Gewerbe, ich bin minderjährig, wie melde ich das an? Und dann habe ich die Gesellschaft gegründet, habe meine Sachen angefangen. Wir haben einen Steuerberater gefunden, einen Rechtsanwalt, der mir da geholfen hat. Und so Stück für Stück haben wir uns dann aufgebaut. Der 21. April 2018, Ladeneröffnung vom Wadi-Team. Wir haben ja da so ein Event veranstaltet, da waren echt viele YouTuber vor Ort, meine ganzen Freunde waren da. Ansturm war auch geisteskrank. Echt, diesen Tag werde ich niemals vergessen und bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich sowas erleben durfte. Für mich war wichtig, wo ich Wadi-Team aufgemacht habe, dass er sich abhebt von anderen Sneaker-Stores, weil ich war ja in New York, habe mir Inspiration gesammelt, habe die ganzen Stores da angeschaut, weil die Kultur in Amerika viel, viel größer ist. Und die sehen halt viele Vitrinen. Und das war mir halt wichtig, dass wenn jemand reinkommt, dass er direkt geflasht wird von den teuersten Modellen.
finde den, finde ich eigentlich ganz cool. Muss ja gucken, ob es in meiner Größe gibt, aber das wäre auf jeden Fall nochmal ein Favorit, den ich mitnehmen würde. Der kostet 240 Euro. Gerade wenn er mir manchmal erzählt, wie viel so manche Schuhe kosten, und das geht dann teilweise schon so über 400, 500 Euro. Und dann sehe ich tatsächlich in der Stadt die jungen Leute dann mit den Schuhen rumlaufen. Da bin ich schon leicht geschockt, wo ich mir denke, wer bezahlt das? Ne? Ich finde halt auch einfach, Schuhe sind eigentlich schon an sich was Schönes so. Also bin ich schon bereit dafür, halt Geld auszugeben. Wir kaufen jeden Monat locker 2.000, 3.000, 4.000 Paar Schuhe an. Letztes Jahr haben wir netto, also nicht brutto, sondern netto ohne Versand 25 Millionen Euro Umsatz gemacht. Ich versuche mich nie auf die Zahlen so richtig zu fokussieren, weil das ist einfach ungesund. Irgendwann mal kam der Zeitpunkt, dass ich bei meinem Steuerberater saß und er meinte, ey, wir müssen die Vorauszahlungen anheben, die Körperschaft, die Gewerbesteuer, diesen ganzen Kram. Und dann meinte ich, ey, wie viel Steuern zahlen wir bitte? Und dann meinten wir, okay, ich lebe in Berlin. Wir zahlen in Deutschland sehr hohe Steuern. Ich bin auch sehr dankbar dem Land, aber ich will halt auswandern, ne? Das erste Mal, als Stepan vom Umzug in die Schweiz gesprochen hat, war ich so ein bisschen so, also ich war ein bisschen skeptisch, weil ich dachte mir so, ja, wir waren da eigentlich noch nie und wie kann man sich so einen Ort aussuchen, wo man eigentlich noch nie war und dahin umziehen möchte. Aber also ich habe mich schnell mit der Idee angefreundet. Ich bin generell ein sehr offener Mensch. Also mir war es halt einfach nur wichtig, dass ich weiter studieren kann und dass es nicht so weit weg ist von meiner Familie. Und die Sprache ist ja gleich, deswegen fühlt es sich noch ein bisschen mehr an wie zu Hause. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Das, am Anfang war es schwer, aber im Rückblick kann ich sagen, das war die beste Entscheidung. Schon die ersten Gäste erwarten wir jetzt schon und sie sind bereits auch schon eingetroffen. Die Geigerinnen sind extra aus Rom gekommen. Das Setup ist soweit fertig. Später müssen wir noch unten weitermachen, aber jetzt steht alles. Hugo hat eine sehr, sehr große und verantwortungsvolle Aufgabe. Er muss die Ringe bringen und dann wird er hoffentlich geradeaus zu Eve und Stepan laufen und die Ringe bringen. Willst du, lieber Stjopa, Eve bis an ihr Lebensende glücklich machen? Ja, ich will. Küssen. Eve bedeutet für mich mit meiner Familie alles. Also ohne die bin ich ja nichts und ist ja auch mein Lebenssinn. Ich arbeite und ich tue mir das auch an, dass ich denen alles ermöglichen kann und dass die glücklich sind. Wenn ich so ein Level wie er erreicht hätte, dann würde ich wahrscheinlich denken so, ja, jetzt kann ich mich eigentlich auch zurücklehnen und ein bisschen mal einen Gang runterfahren, aber so ist er eigentlich halt gar nicht. Wenn ein Ziel erreicht ist, kommt immer das nächste und deswegen würde ich sagen, er ist auf einer Skala von 1 bis 10 von Ehrgeiz eine 12. 2020, Q1, also Januar, Februar, März, haben wir eigentlich unser Franchise-Deal ausgehandelt. Es war geplant, dass ein Investor an Bord steigt und uns enorm viel Geld zahlt. Und halt uns auch ermöglicht, mit dem Geld andere Stores von Vaditeam zu eröffnen. Die Stores waren geplant europaweit. Also London, Brüssel, keine Ahnung, München. Aber ja, dann am 10. März vormittags, meine Eltern haben mir gerade gratuliert, zum Geburtstag war ich noch. Ich habe einen Rucksack geschenkt bekommen, war ich ganz genau. Und auf einmal kriege ich einen Anruf und mir wird mitgeteilt, hey, die treten zurück vom Franchise-Deal. Also wegen Corona sind die halt dann zurückgetreten, weil das Risiko finanziell wollte keiner eingehen. Er war traurig und sauer gleichzeitig, aber das nur bedeutet, er muss einen neuen Plan haben. Das ist genau, was er halt gemacht hat. Wir haben uns halt neu erfunden und somit haben wir dann Vaditeam-Klamotten gemacht.
Und dann haben wir einen babyblauen Pullover in meiner Lieblingsfarbe rausgebracht, ohne viel Schnickschnack, einfach nur das Logo. Und haben damals 500 Stück produziert und haben gemerkt, okay, wow, der war innerhalb von einem Tag ausverkauft. Wir haben 30.000 Euro Umsatz damit gemacht und haben gesagt, okay, da steckt echt Potenzial drin. Und haben halt dann angefangen, wirklich viele Sachen zu produzieren. Beispielsweise, der ist jetzt vor 2 Wochen rausgekommen, ist halt bei uns der Topseller. Es sind halt einfach nur Sippe. Alle Sachen bei uns werden halt in Türkei gefertigt. Das ist so ganz am Anfang gewesen. Das war die erste Order bei euch? Ja. Die ganz erste Order. Danach kam, glaube ich, das hier. Ich finde die Rising Star bis jetzt ist die beste Kollektion, die wir gezaubert haben. Optisch, ja. Das fühle ich nicht, habe ich gerade gesehen. Ist nicht so meins. Ja, hast du den nicht selber ausgesucht? Nein, mach noch eine Schnittarbeit. Mach das. Mir ist halt wichtig, dass die Sachen in guten Zuständen gefertigt sind, dass die Mitarbeiter fair bezahlt werden und allgemein, dass es alles sauber abläuft. Wir schicken jede 2 Monate unabhängige Prüfer, manchmal sogar öfter unangekündigte an die Produktion. Ich bin ja auch immer vor Ort, jede 5 bis 8 Wochen besuche ich auch die Produktion und schaue mir das alles vor Ort an. Wir haben daily, und das meine ich auch so, 50.000 Besucher auf der Webseite gehabt. Alleine nur durch TikTok. Und deswegen haben wir auch so einen enormen Wachstum auch bei Valitim hingelegt, bei Schuhen. Ne? Das ist geisteskrank, was wir da haben. Wenn du alles anschaust, ist alles ausverkauft. Ne? Und wir restocken ja die ganze Zeit die Schuhe. Das ist ja nicht so, dass wir die nicht reinbekommen oder so. Ja, aber früher war Geld für mich Freiheit und so ein Tool, womit ich mir Luxussachen kaufen kann. Heute ist Geld für mich eigentlich nur Papier, mit dem ich arbeite. Und die mir finanzielle Freiheit geben, alles zu machen, worauf ich Bock habe. Ich bin nicht angewiesen auf irgendwelche Kooperationen, ich bin nicht angewiesen auf irgendwelche Reseller, sondern ich mache das, worauf ich Bock habe und nur, wenn ich wirklich darauf Bock habe. Heute habt ihr gemeinsam mit uns unseren gemeinsamen Traum von einer wunderschönen Hochzeit an der Côte d'Azur möglich gemacht. Ne? Wirklich vielen lieben Dank. Wir werden vermutlich und hoffentlich diesen Tag niemals vergessen. Und jetzt nochmal ein Round of Applause für die Frau Timoshin. Ey, mir geht's unbeschreiblich, ich kann's gar nicht fassen. Vorher muss ich auch die ganze Zeit weinen, weil ich erstmal das realisieren muss. Ne? Einer meiner größten Träume, mein Leben ist in Erfüllung gegangen und dafür bin ich extrem dankbar. Und ohne diesen Weg wäre es auch niemals möglich. Deswegen sage ich immer, einfach machen und die anderen davon überzeugen. Ich könnte mich auf jeden Fall zur Ruhe setzen, mich ausruhen, aber ich weiß, dass ich lieber arbeite und neue Sachen machen. Das Unternehmen nach vorne zu bringen und einfach auch als Mensch mich weiterzuentwickeln. Ziemlich interessant, was unsere Recherchen da ergeben haben, oder? Wenn euch das gefällt, dann abonniert doch am besten hier gleich unseren Kanal. Und hier haben wir noch weitere investigative und spannende Recherchen.